Oh, hallo zusammen. Vicky Eiswagen ist gerade zur Reparatur hier. Wir sind jetzt bei den letzten Feinheiten. Danke, Gelbi. Bringst du mir bitte einen Schraubendreher? Vorsicht, Mechaniker. Der Schlauch ist voll mit eiskalter Luft, denn so hält Vicky ihr eiskalt. Gelbi, drück bloß nicht den Knopf. Mechaniker, ihr habt mich gerettet. Jetzt lasst uns Vicky fertig reparieren. Danke, Vicky. Bis bald. Komm, Blaui. Ich glaube, es ist Zeit fürs Bett. Gute Nacht, Mechaniker. Hä? Bobby, was machst du so spät noch hier? Oh nein, du brauchst einen neuen Reifen. Das kann ich reparieren. Aber wir müssen leise sein. Oh. Oh. Phew, das war knapp. Nein, 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 nein. Bobby. Gute Nacht. Vielleicht setze ich mich nur ganz kurz hin. Hallo zusammen, ich bin Gecko. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Baby Truck kommt heute zum ersten Mal in unsere Werkstatt. Wir haben deshalb für ihre Begrüßung etwas ganz Besonderes vorbereitet. Hallo, Baby Truck. Bist du nervös? Ist schon gut. Du bist hier in sicheren Händen. Oder, Mechaniker? Ah! Oh! Oh! Baby Truck!
Karte. Oh nein. Wir haben Baby Truck verschreckt. Keine Sorge, Mama Truck. Wir finden sie. Schnell, Mechaniker. Wir müssen Baby Truck finden. Arme Baby Truck. Wo kann sie denn nur sein? Versteckst du dich, Baby Truck? Weil du nervös bist? Weißt du was? Ich auch. Du bist das erste Mal in der Werkstatt. Wir wollten, dass es für dich was ganz Besonderes wird. Tut mir leid, wenn wir dich erschreckt haben. Aber ich verspreche, dass wir uns besonders gut um dich kümmern werden. Ist das okay? Schnell hoch mit dem Werkstatttor. Ein Fahrzeug braucht uns jetzt sofort. Noch einen schönen Tag, Baby Truck. Du warst so tapfer. Gern geschehen, Baby Truck. Vielen Dank, dass ihr heute bei Geckos Werkstatt reingeschaut habt. Bis bald. Du hast recht, Grüni. Da brennt es. Ich glaube, Fiona Feuerwehrauto ist auf dem Weg. Oh nein. Mama und Baby Truck spielen Truckrennen. Sie sind so laut, dass sie Fionas Sirene nicht hören. Fiona! Wir sollten dich mit einer lauteren Sirene ausstatten. Los, Mechaniker! Lasst uns Fionas neue Sirene einbauen. Genau. Wir brauchen ein schönes, lautes Tatütata. Fertig. Probier's mal, Fiona. Das ist falsch. Klingt nach einer Haustür. Probieren wir's nochmal. Und das klang wie ein Dinosaurier. Wir brauchen ein Tatütata. Das war richtig. Aber es muss viel lauter sein. Der Warnkegel hat dich lauter gemacht, Gelbi. Vielleicht funktioniert das auch mit der Sirene. Das ist ein lautes Tatütata. Bis bald, Fiona. Danke, dass du bei Geckos Werkstatt warst. Fiona Feuerwehrauto. Was ist denn los? Dein Schlauch funktioniert nicht. Na, dann schauen wir mal. Keine Sorge, Fiona. Das haben wir gleich wieder. Ich hole meinen besten Schraubenschlüssel. Oh.
Was? Kommt schon, Mechaniker. Helft mir doch mal bitte. Da. Geht's dir gut, Gelbi? Okay, das Problem haben wir gelöst. Danke, dass du bei Geckos Werkstatt warst, Fiona. Bis bald. Ich fühle mich nicht so gut. Oh nein, Caribus hat heute einen Termin zur Durchsicht. Schafft ihr das, Mechaniker? Ja. Monster Truck brauchen einen Reifenwechsel. Aber wo ist Max? Oh, hallo, Max. Los, los, Mechaniker. Gelbi! Oh, Gelbi hat sich den Kopf gestoßen. Also seid ihr dran, Blaui und Roti. Habt ihr wohl vertauscht? Schon okay. Wir machen alle mal Fehler. Wir müssen die Reifen nur zurücktauschen. Oh, keine Sorge, Max. Wir haben es gleich geschafft. Oh. Ja. Oh. Baby Truck, wir wissen, dass du Spaß hast. Aber die Reifen gehören Max. Vielleicht sollten wir sie ihm zurückgeben. Ah,
gut gemacht, Baby Truck. Es ist wichtig, die Sachen immer zurückzugeben, die man sich ausleiht. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald! Hallo zusammen. Willkommen zurück bei Geckos Werkstatt. Bobby Bus ist gerade zur Kontrolle hier. Wir sind fast fertig. Wartet! Mechaniker! Ich bin noch hier oben! Bobby! Bobby! Oh nein, er kann mich nicht hören! Mechaniker, schnell, tut etwas! Vorsicht, da ist eine Brücke! Wow, heiliger Schraubendreher! Oh ja, eine hohe Brücke. Gute Idee, Mechaniker. Wenn ich nur daran... Oh! Verpasst! Was jetzt? Oh! Wow! Gute Idee, Gelbi. Du hast mich gerettet. Schon okay, Bobby. Du wusstest es nicht. Und niemand ist verletzt. Danke für eure Hilfe, Mechaniker. Was würde ich nur ohne euch tun? Bis bald! Kommt, Mechaniker. Heute kommt Fiona Feuerwehrauto zu uns. Wow! Ich bin Herr Wiesel, Inhaber von Wiesels Werkstatt. Vollautomatische, schnelle Reparaturen. Hallo, Herr Wiesel. Ich bin Gecko. Oh, da kommt meine erste Kundin. Wir reparieren es ratzfatz, drum sind wir auf dem ersten Platz. Wir sehen uns, Frosch. Ich heiße Gecko. Okay, Floella, das dauert nicht lang. Ich bin nicht sicher, mit welchem Knopf man die Wartung startet. Oh, ich drücke sie einfach alle, das müsste gehen. Komm bald wieder, Felicity. Das ging echt schnell. Oh yeah, sie sieht nicht gut aus. Komm rein, Fiona. Das sehen wir uns mal an. Das ist das Problem. Wiesel wollte so schnell fertig werden, dass er dir Seife in den Öltank gekippt hat. Wir haben das Problem behoben. Fionas Öltank wird uns loben. Ich habe doch den richtigen Knopf gedrückt. Igitt! Ups! Wir sehen uns bald wieder in Geckos Werkstatt. Bis bald! Hallo zusammen. Hier ist Gecko. Wir sind gerade auf dem Heimweg. Was? Das ist Baby Truck. Was war das, Baby Truck? Dein Schnuller ist weg? Sei nicht traurig. Wir finden ihn wieder.
Los, los, Mechaniker! Sieh mal bei den roten Blumen nach. Siehst du da etwas? Was ist mit der grünen Hecke? Siehst du da etwas? Irgendwo hier muss er ja sein. Tut mir leid, Baby Truck. Ich finde deinen Schnuller nicht. Blaui! Gut gemacht, du hast ihn. Bitte schön, Baby Truck. Oh. Ende gut, alles gut. Danke für eure Hilfe. Bis bald!